5 nach 7. Adelina ist Hebamme. Sie ist beliebt und zuverlässig und sie kommt aus dem Kosovo. Man könnte sagen, sie ist ein perfektes Beispiel für tolle Integration. Pech ist, der Asylantrag von ihr wurde abgelehnt und so kommen nachts um 2 die Polizisten und holen sie aus dem Bett und vollstrecken die Abschiebung. Und das, obwohl Hebammen in Deutschland dringend gebraucht werden. Jetzt kämpfen Mütter, deren Babys Adelina auf die Welt gebracht hat, und ihre Kollegen für ihre Rückkehr. Videotelefonat zwischen der gerade abgeschobenen Adelina Ayeti und ihrer Chefin Dagmar Röger in Leipzig. Gerade im Kosovo angekommen, erzählt die 30-jährige Hebamme, wie sie und ihr Mann nachts aus dem Schlaf gerissen wurden. Das war wirklich ganz schrecklich. Ja. Wir waren ins Bett, dann hat die Polizei geklopft. Sie haben nicht einmal geklingelt, sondern nur geklopft. Dann habe ich die Tür aufgemacht und sie sagten, naja, wir sind die Bundespolizei oder ich weiß es nicht wie oder was. Und wir müssen euch nach Kosovo zurückschicken, ja? Und nun also Pristina im Kosovo. Immerhin notdürftig auf die Schnelle bei ihrem Onkel in einem Zimmer untergekommen, samt ihrem Mann. Die Existenz, die sich Adelina in den vergangenen 6 Jahren in Leipzig als Hebamme aufgebaut hat, ist zerstört. Und dabei ist sie kompetent wie kaum eine andere, schwärmt ihre Chefin. Sie war einfach eine tolle Arbeitskollegin. Wir hatten ein tolles Klima. Ja, wir mussten uns kaum absprechen. Jeder wusste, was der andere tut. Ja, wir haben uns gegenseitig geholfen. Es war ein richtig schönes Arbeiten. Und so haben es auch die in der Praxis betreuten Mütter empfunden, bei der Vorbereitung und in der Nachbetreuung. Die Abschiebung einer integrierten Vorzeigehebamme, ausgerechnet in einer Zeit, in der der Deutsche Hebammenverband eine flächendeckende Unterversorgung an Nachwuchskräften beklagt. Adelina war diejenige, die mich einfach mal in den Arm genommen hat, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste. Adelina war einfach menschlich. Adelina, die war so nah bei, also an uns dran. Auch bei den ganzen anderen schwangeren Frauen, die ich da kennengelernt hatte. Adelina hat zugehört. Adelina, sie musste manchmal auch gar keine Tipps geben. Sie war einfach nur da und hat uns zugehört. Wieso also die Abschiebung ausgerechnet für eine wie Adelina Ayeti? Die zuständige Landesdirektion Sachsen erklärt dazu auf Anfrage: Mit der Ablehnung des Asylantrages war das Paar ausreisepflichtig und verpflichtet, in den Kosovo zurückzukehren. In der Praxis wird leider oft die Einreise als Asylbegehrender mit der Zuwanderung als Fachkraft verwechselt. Beides sind grundlegend unterschiedliche Systeme. Weil wir hatten schon einen Antrag für Aufenthaltserlaubnis beantragt und ich hatte schon die Hoffnung, dass es irgendwas Positives für uns gibt, ja. Alles, was ich von ihr gesucht habe, habe ich schon geschickt. Ich habe schon alles gemacht und am Ende kommt es das. Aber vielleicht ist das ja doch noch nicht das Ende. Nach der nächtlichen Abschiebung haben sich viele Eltern zusammengetan, um ihrer geliebten Hebamme Adelina beizustehen. Sie sammeln Spenden, um ihr auch juristisch helfen zu können. Ihre Reaktion aus dem Kosovo? Das ist ja Wahnsinn, unglaublich, was ihr in wenigen Tagen für mich getan habt. Es wäre eine Win-Win-Situation, wenn Adelinas Unterstützer ihre Rückkehr vielleicht doch noch erkämpfen. Und wer könnte schon, selbst bei einer Behörde, eher ein offenes Ohr finden als werdende Mütter, die dringend auf Hebammen warten?